Einen wunderschönen guten Tag, meine, oder guten Abend, wann auch immer dieses Video kommt. Willkommen zur neuen Folge Let's Play Hunt. Wir spielen das Spiel noch eine Runde. Ich gebe dem Spiel noch eine Chance. Oder noch eine dritte Chance, eine vierte. Aber ich will doch ein bisschen gucken, ja, was es mit diesem Spiel auf sich hat. Denn wir sind ja jetzt nicht allzu weit gekommen beim letzten Mal. Da müssen wir noch ein bisschen weiter schauen, wa? So, das haben wir. Top. Das ist die erste Seite. Und los geht's. Jetzt kommt ein Schrei. Und los geht's! Wir müssen ein bisschen gucken, wo wir jetzt genau hingehen. Guck mal, ich mit dem Kopf hoch und runter. Ich weiß gar nicht, ob ich mich gerade halten kann. Achso, hab ich noch nicht rennen. Ich hab verstanden. Also wie gesagt, uns verfolgt in so ein Geisterwesen. Wir versuchen ein bisschen, meine ich, auf dem Map zu orten, wo wir genau sind. Wir gehen, ja, genau direkt hier lang. Dann dürfte hier auf der Seite irgendwo ein Haus sein. Das haben wir ja gerade gesehen. Da gibt es ja immer diese Punkte, wo wir erkennen können, wo wir ungefähr sind. Also das dürfte jetzt hier sein, dass wir jetzt ungefähr zum Haus kommen. Oder irgendwie sowas in der Art. Warum abgeschlossen? Mag ich ihn nicht. Hier haben wir ein Auto. Batterien. Aber hier hängt nicht zufällig irgendeine Seite, wa? Können wir hier vielleicht rein? Wir können hier tatsächlich rein. Oh, wir können ja echt das Game safen. Hier ist nix. Hey, wir haben wieder auf. Heilige Maria. Das ist mir neu, dass man in Häuser rein kann. Ist auch nichts. Wir sind gezwungen, jeden Raum abzugehen, weil ihr könnt ja überall eine Seite hängen. Mama mia, Santa Maria. Ich hab ein bisschen Angst. Ich geb's ehrlich zu. Aber es ist echt ein cooles Spiel. Da gehen die Türen einfach zu. Noch ein Raum. Nix. Wenn wir sagen, dass hier nichts drin ist. Ah, okay. Dann gehen wir runter und verlassen dieses Haus. Hier kann man anscheinend immer speichern, wa? Das ist cool, das gibt echt Speicherpunkte. Oh, ich war auch noch nicht drin. Okay, wir sind jetzt gerade da. Dann renne ich jetzt hier so lang und könnten wir an irgendeinem komischen Punkt landen. Okay. Machen wir das mal. Also ja, wir können tatsächlich speichern. Das ist doch schon mal ein ganz cooler Fakt, den wir herausgefunden haben. Gibt es denn hier irgendetwas?
müsste hier vielleicht sagen, die ist vielleicht etwas versteckt. Ich meine, es wird auf der Karte markiert tatsächlich. Dieser Punkt der Map, diesen Punkt der Map. Weil ich sehe gerade keinen. Das ist zumindest nichts Besonderes. Naja gut, wir müssen anscheinend müssen dem Weg folgen. Wo geht es hier hin? Okay, machen wir nicht. Ach komm. Das steht überall. Gehen wir mal hier hoch. Ich bin um ehrlich sein gerade ein bisschen faszinierend. Weiß nicht, ob dieses Geräusch gut sein soll oder schlecht sein soll, was gerade kam. Das könnte alles bedeuten letztendlich. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, was mich verfolgt. Es könnte ja alles sein. Schweige. Wo gehen wir gerade hin? Aber wie soll man denn hier diesen riesigen Map irgendwelche Seiten finden? Oh, hier können wir tatsächlich ausspeichern. Und hier ist tatsächlich auch eine Seite. Elf müssen wir jetzt noch finden. Ich sehe es. Wir müssen... Wie lang gehen? Nein, 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 du kriegst mich nie! Okay, es ist hinter uns. Gucken uns, wie das Gebabbel da einen Eingang finden. Okay, wir merken, es ist anders als Slendy Bendy. Es bewegt sich. Muss hier irgendwie rein. Ich weiß nicht, dass es hinter mir ist. Die Map ist aber ziemlich groß, finde ich allerdings. Hier haben wir. Container. Hier sind wir doch gleich hinter der Mauer, wa? Oder auch nicht. Oh Gott, mein Handy hat mich gerade ein bisschen erschrocken.
bin gerade ein bisschen angespannt. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. Wenn anfängt, dass die Kamera komisch wird, fange ich einfach an zu sprinten. Ich versuche doch lieber auf irgendeinen Weg zu kommen, weil dann können wir doch ungefähr sehen, wo wir waren und wo wir nicht waren. Und sind wir hier wieder bei dem Bohin? Also ich glaube nicht, dass die Seiten nur random platziert werden. Die werden schon alle ihren Punkt bekommen, wo sie halt irgendwo hingehören. Ich hoffe es mal. Ich möchte mich aber auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Ach, von hier sind aber im Kreis gelaufen, wa? Damit. Ja, wir haben eine Seite. Wir können da jetzt zwar nicht ganz so stolz auf uns sein, aber wir können sagen, wir haben was erreicht. Und das ist doch was Gutes. Gehen wir hier lang. Gehen wir hier lang. Müsste eigentlich da lang weitergehen. Aber ich gehe einfach mal hier durch. Guck mich nicht. Finden schon irgendwas. Aber bisher muss ich sagen, dieses Vieh scheint nur hinter mir zu sein. Vor mir zu teleportieren scheint nicht Hobby zu sein. Das ist ein positiver Fakt. Ich hab das Gefühl, wir laufen wieder irgendwie im Kreis. Aber wo sollen die Seiten denn bitte sein hier auf dieser ewigen weiten Welt? Noch 10.
bin leicht angespannt. Ich weiß noch nicht genau, wo wir sind. Aber ich finde es cool, dass wir schon mal so weit überlebt haben. Das ist ja schon mal cool. Wo warst du? Was ist ein Objekten? Ja, hier. Aber was sind das für Extras? Keine Ahnung. Egal, wir haben noch mal eine Runde versucht. Wir versuchen natürlich noch mal eine Runde, denke ich. Ja, ja. Ich denke schon. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.